Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich möchte mal wieder ein Video, eine Mitteilung machen aus der geistigen Welt, denn ich konnte gestern eine schöne Heilung erleben. Ja, Heilung über den Energiekörper. Ob wir nun unseren feststofflichen Körper heilen oder über den Energiekörper, beide Wege sind möglich. Über den Energiekörper, wie geht das? Was will ich euch vermitteln? Gestern habe ich das Erlebnis gehabt, dass eine Dame zu mir kam und über einen Schmerzen oder über eine psychische Belastung geredet hat und diese gerne loswerden wollte. Und ich habe dann aus der geistigen Welt empfangen, dass sie den Mittelfinger auf die besagte Stelle, die sie spürt, das heißt, spürt in euch hinein, wo fühlt ihr die Stelle, die euch belastet? Dort legt ihr euren Mittelfinger rauf und atmet dann tief in diese Stelle hinein. Diese tiefe Atmung konzentrieren wir uns auf diesen Punkt, sodass wir in diesen Punkt hineinatmen. Und wir stellen uns vor, dass dieser Punkt, dieser verhärtete Punkt, der uns belastet, sich aufsprengt durch die Atmung und immer wieder in kleine Teile zerspringt. Bei der Ausatmung atmen wir diese Teilchen aus. Dann sehen wir die goldene heilende Energie, die wir in diese Stelle hineinatmen. Bei der Einatmung die goldene Energie in diese Stelle einatmen. Und bei der Ausatmung die zersprengten Teilchen ausatmen. Wenn wir uns das bewusst vorstellen, wie wir das tun, kann in kürzester Zeit eine Heilung geschehen. Wie stellen wir das fest? In dem Moment, wo ihr atmet, schaut ihr und hört in euch hinein, welche Gedanken kommen. Die Gedanken, die ihr dann erhaltet, sind die Antworten, die Ursachen, die in diesem Punkt gesessen haben. Das sind die Ursachen des Leidens. Und diese Erkenntnis kann einhergehen mit großen emotionalen Ausbrüchen. Dann lasst es fließen, denn es will gefühlt werden. Und dann sagt Danke und atmet mit Dankbarkeit nochmal in diesen Punkt hinein. Mit dieser Art und Weise habe ich schon öfter viele gute Erlebnisse gehabt und Heilungen erlebt. Nur gestern war es definitiv nochmal erhebender, weil es ganz schnell ging. Und ich denke, das ist jetzt von Zeit zu Zeit und gerade in diesen neuen Zeiten immer mehr möglich. Was ist aber der wichtigste Punkt bei dieser Art und Weise? Ihr. Ihr, dass ihr mit eurem Bewusstsein daran glaubt, dass ihr das genau das tun könnt für euch. Und dann gibt der Energiekörper an den feststofflichen Körper die Informationen der Heilung weiter. Die Seele hat dann erfahren, Heilung erfahren und gibt das an den Körper weiter. Dieser Prozess kann ungefähr Wochen bis Monate, maximal Monate dauern, bis das auch im Körper ankommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Atmung angewendet habt und selbst gute Erfahrungen gemacht habt. Dann könnt ihr mir ja in den Kommentaren eure Erfahrungsberichte hinterlassen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche, schöne, gesunde und erhebende Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter, positiv in den Gedanken, denn alles ist gut. Liebe Grüße, Merania.